Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Givaldo und herzlich willkommen zurück zum Prince of Persia, dem verlorenen Kronendasein. Und wir sind hier gerade, wo sind wir eigentlich? Ich habe schon ein paar Tage nicht gespielt, in den Katakomben. Wir wollen also durch die Katakomben. Ist das eine gute Idee? Ich schau mir das mal an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es hier so gibt. Da oben kommen wir nicht hin. Hier runter möchte ich noch nicht. Mal gucken, was wir so haben. Ich gehe erstmal den normalen Weg. Oh ja, hier. Oh, ich erinnere mich. Man kann den Sand hochlaufen. Oh ja. Mhm. Das Ding kann man nicht zerdeppern. Kann ich mit irgendeiner Kraft da hinkommen vielleicht? Das Ding kann man aber nicht einsaugen, oder? Nein, das geht nicht. Okay, da kommen wir also noch nicht dran vorbei, warum auch immer. Hier kommen wir auch nicht dran vorbei, also müssen wir wohl in eine andere Direction. Und zwar in diese hier. So, will ich jetzt runter? Runter und dann links. Komm. Wenn das hingeht. Ja, ein bisschen üben wäre mal gar nicht so schlecht. Komm schon. Trau dich. Ah ja, hier brauche ich eine Bombe. Eine Bombe ist benötigt. Yes. Jeder Block verlangsamt die Zeit. So, ist jetzt die... Oh ja. Gehen wir erstmal hier lang. Finde ich hier irgendwo was zum Explodieren? Ist das möglich? Da kann man nicht durch. Was geht denn jetzt ab? Oh, ist das was zum Explodieren? Stirb! 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 Ja, so geht's halt auch. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwas zum Explodieren ist. Das werden wir gleich herausfinden. Offensichtlich nicht. Schade. Was war das? Vision eingeprägt? Nein, ich will... Was für eine Vision? Bist du wahnsinnig? Ansehen, löschen. Ja, bitte. Wie kann er mich denn so erwischen? Fuck. Ich geh mal von der anderen Seite. Das läuft ja wie geschmiert. Wie geschnitten Brot. Boah, ist der nervig. Der hat aber auch echt komische Angriffe drauf. Stimmt. Der ist tot und er hat immer noch seinen Angriff. Wie hässlich. So, aber hier geht's nicht weiter? Doch, hier geht's weiter. Natürlich. Ist das was zum Explodieren? Oh ja! Weil er so viele Pfeile, wie wir ihn nicht reingeballert haben, müsst du eigentlich schon längst tot sein. Ja, damit. Das ist natürlich ein guter Fund. Ein blauer Damascener-Barren. Den brauchen wir unbedingt. Kriegen wir noch so ein Ding. Sehr geil. Okay, Moment. Das nehme ich mit, denn ich brauche dich. Nämlich... Wo brauche ich dich? Ich glaube hier irgendwo, ne? Und ab dafür.
So, dann hätten wir das hier auch. Also, ich weiß noch nicht, was es hier gibt, aber... Och nö! Ich bin überhaupt nicht ready. Ich lasse nicht zu, dass ihr mich von meinem Ziel ablenkt. Ja, schon klar. Wir haben das gleiche Ziel. Bezweifle ich. Andere Seite. Da! Mist. Ja, ich glaube, das war's mit uns. Ja, ich hatte keine Heiltränke mehr. Aber es war sehr knapp. Es war sehr knapp. Das machen wir gleich nochmal. Aber diesmal mit ein bisschen Vorbereitung. Den machen wir fertig. Den Dreckskerl. Überspringen, ja bitte. Alter, diese Kraft ist der Knaller. Das ist nicht so. Zwischendurch noch mal ein bisschen was trinken. Was geht mit dem ab? Oh, da nehmen die ganzen Tricks jetzt plötzlich her. Das war ja wohl genau... Das war perfekt. Bam! Der hat hart geholfen. Alle Zeit der Welt. Absorbieren. Was haben wir bekommen? Seele des Gilgamesch haben wir bekommen. Kanalisiere Atra, um vorübergehend schneller und stärker zu werden. Ah, deswegen ging der plötzlich so ab. Verbessere deine Aktion und schaffe neue Kompomöglichkeiten. Erhöhe die Verteidigung gegen Nahkampfangriffe. Kann nur am Boden eingesetzt werden. Stufe 3. Oh mein Gott. Das ist natürlich... Hui. Gefällt mir. Das nehme ich mit. Warum weiß ich noch nicht? Um es hier wegzuschmeißen. Kann ich hier noch irgendwie hoch? Nö. Ein sehr guter Fund. Ich bin sehr zufrieden damit. Hier gibt es aber nichts mehr. Ne? Hier weiß ich noch nicht. Da muss ich hier erstmal hoch für wahrscheinlich. Wir versuchen es mal hier unten. Mal gucken, was es da so gibt. Scheiße. Ja, ich wollte gerade einen Heiltrank nehmen, aber ja, das war wohl nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich frage mich, wo die ganze Zeit dieses Ding herholen. Ja, damit 1500 Diamantos. Oh mein Gott, diese Nervensäge, ne? Das ist der einzige Weg, den ohne irgendwelche Gesundheitsverluste umzuhauen. So, hier bin ich richtig, ne? Ja, weiter runter und dann rechts rum. Was ist das denn? Ein Sammelgegenstand. Ein riesiger Zahn von Azdara. Vorsicht! Für das Gift, das in ihm ruht, gibt es keine Heilmittel. Okay. Ja, ich... werde schon nicht reinbeißen. In diesen Zahn. Was haben wir hier unten? Noch ein Bossfight? Hier geht's irgendwo runter. Okay.
Noch weiter runter. Will ich weiter runter? Links oder? Ich geh mal links rum erstmal. Ich weiß zwar noch nicht. Oh, da kommen wir nicht hin. Wie soll man denn da hinkommen? Okay. Erstmal links rum. Das sieht aus wie ein Bossfight hier. Was ist das? Also links ist irgend so ein Siegel wieder, ne? Das man brechen könnte, aber da kommen wir noch nicht dran. Okay, dann eben rechts rum. Oh! Was haben wir denn hier? Der Tag Asdahas. Kein Sterblicher hatte hier die Ebenen von Fars beschritten. Kein König und keine Königin hatten bisher den Thron von Persien beansprucht. Doch an jedem Tag, den die Sonne schenkte, glitzerten die zahllosen Blätter des Sommerbaums bereits. Jeden Tag weckte ihr Leuchten den im Laub nistenden Simurgh. Jeden Tag streifte Simurgh durch die Lüfte und die Harmonie seines Fluges behütete den gesamten Kontinent. Doch dann kam der Tag Asdahas. Ahriman hatte sie geschickt, um die Welt ins Chaos zu stürzen. Da erhob sich Simurgh gegen Asdahar. Simurgh versuchte, die Gesetzmäßigkeiten der Ewigkeit zu verändern. Er spielte mit den Fäden der Zeit, verwandelte Sekunden in Stunden und Stunden in Jahrhunderte. Als Asdahas böse Flammen hervorbrachen, bewegten sich Simurgh mit gelassener Behendigkeit. Behutsam wich er ihren Blitzangriffen aus. Mit Schlägen seiner Klauen zerriss er den Schleier der Zeit, verschwand und tauchte in der Vergangenheit oder in der Zukunft wieder auf. Die Zeit war sein Schild, der Raum war sein Schwert. Doch die Macht Asdahas war jene des armen Ahriman. Simurgh konnte sie nicht besiegen. Daraufhin zerschmetterte er das Universum in Myriaden von Sandkörnern. Myriaden? Was? Jetzt war es nicht mehr nur eine Schlacht, sondern 10.000 Schlachtenkörner, die an 10.000 Orten und in 10.000 Momenten flimmerten, wie unzählige Sandkörner, die von einem Sturm verweht wurden. Asdahar konnte ihre Macht nicht in jedem Universum mit derselben Kraft ausüben. Simurgh schlug gleichzeitig in der Vergangenheit, der Gegenwart und in allen denkbaren Zukünften zu. Der Kampf dauerte eine Sekunde und zugleich 1000 Jahre. Hört schon wie der neueste Avenger-Film. Möglicherweise sogar länger. Vielleicht auch 10.000 Mal kürzer. Die Macht Asdahas war gespalten. Daraufhin fror Simurgh alle Universen ein, indem er sie in ebenso viele Sandkörner kristallisierte. Alle bis auf eines. Ein einziges Universum, in dem wir heute atmen und ihn verwehren können. In diesem Universum wurde eine geschwächte Asdahar besiegt und in die Tiefen des Bergs Kaf geworfen, wobei all die Sandkörner, die Kristalle der Universen, für immer ausgelöscht wurden. So viele Universen, die einst möglich waren, deren Geschichte aber niemals geschrieben werden wird und die noch heute die Sicheldünen der Grube der ewigen Sande bilden. Seit diesem Tag hält Simurgh, der Wächter der Zeit und des Schicksals, Asdahar unter seiner gigantischen Klaue gefangen und schützt Persien vor dem Unheil, das sie anrichten könnte. Kein Sterblicher darf je das Gefängnis Asdahars betreten. Krasse Story. Ich hoffe, ich werde nicht in Zillionen, Trillionen, Quack, Millionen, keine Ahnung, was es da für Zahlen gibt, zerteilt werde. Nur weil ein Gott das so möchte. Alles möglich. Wie in diesem Game. In diesem Game. So. Was bist du denn? Keine Chance. Okay, das war irgend so ein Medusa-Ding. Es sah auf jeden Fall aus wie so eine Medusa. Oh, komme ich da rüber? Oh, da komme ich rüber. Aber was? Hä? Was soll das bringen? Was war das? Was hätte ich denn da machen können?
Ich habe keine Ahnung. Okay, da unten können wir nicht lang. Was ist denn hier? Das können wir mitnehmen. Mal gucken, wo wir das gleich einsetzen können. Mist. Junge, das Ding greift mich einfach an. Was? Wo kommt das her? Kann ich die Dinge eigentlich auch zerstören? Nein, das geht nicht. Hätte ja sein können. Hier war nichts mehr, ne? Zum Zerdappeln. Na, aber das nehme ich trotzdem mal mit. Komm her. Und was hat diese Dinger heraufbeschworen? Diese Pfeile, wo kommen die her? Warum habe ich das jetzt zerstört? Nehmen wir es nochmal mit. Nice. Also diese... Diese Fähigkeit, die Zeit anzuhalten, ist sehr, 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 sehr praktisch. So, hier können wir wieder zurück, aber es möchte ich noch nicht. Oder? Aber zerstören kann man das ja schon mal. So, dann sind wir wieder hier. Hallo. So. Da war aber nichts drin. Hier gibt es aber noch was. Sag mal, ich hab genau im richtigen Moment. Oh, die Dinger werden auch verlangsamt. Finde ich gut. Das war nicht mein... Egal. Sieht das aus wie eine Kampfarena hier. Ist es eine? Nein, ist sie nicht. Hier runter? Toll. Ich schau mich mal um, ne? Also bevor ich hier... Also ich könnte hier nochmal runter, aber... Weißt du was, wir gehen erstmal da runter. Mal gucken, was da gibt. So, hier ist wieder so ein Ding. Aber das haben wir ja schon. Ein Baum. Ja, geil. Da müssen wir natürlich hin. Der Baum ist hier unten. Aber hier... Man sieht es. Man hat es direkt gesehen. Das ist ein Geheimgang. So, was haben wir denn hier für eine schöne, hübsche Story? Der Tag Asdahas. Kein Sterblicher hatte je die Ebenen von Fas beschritten. Das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon... Aber hier waren wir hier schon? Oh doch, von der anderen Seite. Na klar. Ich wollte gerade sagen. Oder haben wir das noch nicht gelesen? Test der Loyalität. Hier können wir doch gar nicht gewesen sein, aber... Das ist doch genau derselbe Text gewesen. Bin ich jetzt total doof? Wo haben wir das denn gelesen vorhin? War das nicht hier? Was? Wieso sind hier mehrere von diesen... Egal. Och, nö. Die haben wir schnell erledigt. Zum Glück. So, jetzt kann ich mir den Baum aber mal schnappen. Oh, guck mal, wer da ist. Der Alte. Ich hoffe, du magst Gefahr, Sargon. Oh, ja. Die hier gefangene Göttin ist mehr als nur böse. Das dachte ich mir. Hier ist alles irgendwie böse. Das spielt keine Rolle. Wenn diese Kreatur... Asdahar.
Oh. Wenn Azdaha das Geheimnis einer zweiten Chance hat, um Hassan zu retten, werde ich gehen. Kein Sterblicher ist je hineingegangen. Schreite nur voran, wenn du dir wirklich sicher bist, Sargon. Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich mir da so sicher bin, ehrlich gesagt. Aber ich muss. Ich führe dir keinen Weg dran vorbei. Wir müssen hier runter, das ist unser Hauptziel. Ja, hier haben wir natürlich noch ein bisschen was zum Erkunden. Aber was, wir kommen da eh nochmal hin, denke ich. Ich gehe davon aus. Eine Schnellreisestation. Aber wo ist die? Hier? Bam! Da kommen wir gleich hin. Denn wir haben 1700. Ich weiß nicht, ob das reicht, ehrlich gesagt. Um irgendwas zu kaufen. Du hast mich erschreckt. Oh, Kaya. Jana. Wir reden mal mit ihm. Ärgere bloß nicht Simurgh. Götter wie er stecken dich bis zum Hals in Sand. Ich glaube, man muss schon sehr böse sein, bevor einem so etwas passiert. Ja. Ich rede nicht mit denen, die gegessen werden. Das macht mich traurig. Was? Ich halte meine Augen geschlossen, damit ich dich nicht sterben sehe. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Kann ich dich eigentlich? Nein. Moment. Haben wir nicht irgendwas Neues bekommen? Das ist nur am Baum. Doch, hier, diese Stufe 3. Seele des Gilgamesh. Damit kann ich meine Aktionen schneller und stärker machen. Ich gehe mal hier drauf. Einfach nur, weil ich den Pfeil mag. Der haut hart rein. Deswegen, den würde ich schon gerne behalten. Wir probieren es mal aus. Mal gucken. Gegen so einen Bossfight? Das könnte was werden. Ist da oben irgendwas? Nö. Und da unten? Wow, das geht aber tief runter hier. Kann ich die Siegel schon zerbrechen? Ich wollte ja eigentlich zu der Schnellreisestation, aber weißt du was? Wenn wir schon mal hier sind. Wir gehen zur Schnellreisestation. Hat er sich da freigebissen jetzt? Nein, ich Idiot! Nochmal auf ein neues. Oh, den nehme ich. Okay, ist jetzt die Frage. Kann ich denn unten lang oder eher nicht so? Ist das nur einer? Oh mein Gott. Ja, das dürfte nur einer sein. Junge. So, wir gehen mal den Weg hier. Ja. Und jetzt müssen wir schnell hoch, ne? Verstehe. Komm, wir sind direkt hinter ihm. Ich glaube... Oh, da unten ist noch was. Moment, da muss ich noch hin. Da muss ich noch gerade hin. Denn da scheint es noch einen Durchgang zu geben. Wer bist du denn? Guten Flug. Ist hier noch ein... Okay, ich warte, bis er wiederkommt. Der Kollege.
So, hier kann ich ja warten, ne? Ja. Das kriegen wir hin. Aber müssen wir gehen einfach, wir gehen einfach mal hier lang. Mal gucken, was hier passiert. Ich weiß auch nicht, was ist das denn? Kann man damit interagieren? Nein. Kann man wohl nicht. Kann ich zerstören? Auch nicht. Strange. Okay. Wir sind jetzt... hier kommen wieder solche Dinger. Okay. Ist das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gehe mal rechts. Ja, ich gehe mal rechts. Okay, ich glaube, da kommt man nicht hin, ne? Kann das sein? Oh doch, das geht. Das geht dann doch nicht. Ja, irgendwas muss da unten noch geben. Gibt's nichts? Ja, Moment, aber das... Okay, da geht's doch irgendwo weiter. Geht's hier doch weiter? Zerstört das irgendeiner von denen? Verstehe. Da unten ist nur der Tod, glaube ich. Okay, das ist spannend. Nein, du Trottel! Ich glaube, die kommen jetzt, ne? Ich warte mal, bis sie weg sind. Beide. Boah, es ist komisch. Vielleicht unten rum ist es besser? Okay, aber untenrum ging es besser, glaube ich. Was? Komm. Links oder rechts? Ich gehe mal rechts. Moment mal, wo kommt... Da oben ist eine Sackgasse. Ich versuch's mal da. Vielleicht ist da noch irgendwas. Es musste ja was geben hier. Die dunklen Begierden werden offenbart. Ja, so ist das mit dunklen Begierden. Oh, so kommt man schneller runter. Okay, wenn man X drückt. Will ich ja gar nicht. So, diesmal aber dies hier lang. Okay, das war knackig. Und es geht weiter. Wo willst du lang? Ich geh mal mit hoch. Oder doch erstmal hier? Geh doch hoch erstmal.
Oh Gott, da ist so eine Münze. Da dran. Oh. Alter. Irgendwann flippe ich aus. Das ist so eine hakelige Steuerung teilweise. Wie komme ich denn da hin? Nein, andere Richtung, Mann. Geh mal hoch, da komme ich gar nicht hoch. Kann ich dem irgendwie ausweichen? Ja, ne? Aber da kommt noch einer. Sind beide gleich schnell. Überhaupt nicht lang. Moment mal, habe ich das... Ich will wieder zurück. Jetzt aber. Das wird's. Das ist der Run. Das ist der Run. Ich weiß es einfach. Ich weiß es. Er muss es sein. Ich gucke nicht mal hin. Okay, irgendwie müssen wir hier dran vorbeikommen. Alter, ist das ekelhaft. Das war der Run. Ich hab's einfach nur verkackt. Ich bin einfach in die falsche Richtung. Ich bin so dumm. Bin ich jetzt schon wieder in die falsche Richtung? Weh, da kommt noch einer. Oh, danke. Du kackfiedel Scheißsiegel. Oh, ein Siegel haben wir. Wie viele sind's denn? Wird das hier angezeigt? Ich glaube nicht. Der ganze Stress für ein fucking Siegel. Okay, Moment. So, das hier haben wir. Da unten, scheiß drauf, da gehe ich nicht nochmal hin. Da will ich nicht hin. Nein, ich will nie. Wahrscheinlich müssen wir noch ein Siegel brechen, damit wir da runter können zur nächsten Hauptstory-Mission. Aber ich würde gerne mal schauen, was hier so gibt. Kann man hier noch irgendwie gucken? Und ist hier noch irgendwas? Also irgendwas, ja, da komme ich nicht hin. Ich muss unbedingt zum Baum. Ich muss zum Baum, um mich ein bisschen zu healen. Ich habe keine Heiltränke mehr. Ich muss. Aber dich nehme ich mit. Du kannst gar nichts. Hallo. Ab zum Baum. Wer ist der Baum? Da ist der Baum. Interagieren. So, okay. Neuen Plan schmieden. Wir gehen... wir schauen uns... Weißt du was? Wir gehen erstmal durch die Schnellreisestation, denn ich wollte... Das zeige ich euch. Ich wollte mal hier hin,
Denn hier gibt es noch ein bisschen was zu tun. Im Heiligen Archiv. Das ist eine Kleinigkeit. Einfach nur ein bisschen aufdecken. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder hinkommen werden. Wir müssen hier hin. Ich weiß nur nicht, durch welchen Gang wir können. Hier waren wir auch noch nicht. Um hier hochzukommen. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Es ist keine Sackgasse, ne? Aber ich denke, dass wir von hier da lang kommen und dann diese Schnellreisestation uns genehmigen dürfen. Schmürfen. Wir probieren es mal aus. Let's go. Weil wenn hier irgendwas noch offen ist und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, dann bin ich sauer. Danke sehr. So, bin ich hier richtig? Wahrscheinlich nicht. Komme ich hier auch hoch? Würde ich gerne mal austesten. Ob man da irgendwo hochkommt. Ja. Ja, hau ab. Hier ging's. Ah, ich muss doch hier hoch. Okay. War hier nicht irgendwas? Oh, guck mal, da oben, da ist ja eine Brücke. Die sollten wir mal nehmen. Was steht denn hier? Inschrift, dort drüben, eine leuchtende Feder. Sie erleuchtet den ganzen Raum. Was? Was verborgen ist, kann gesehen werden. Von den Klugen, den Scharfsinnigen. Da drüben? Hier? So? Was? Ist das hier richtig, wo ich... Ja, das scheint richtig zu sein. Okay. Wir müssen weitergehen. Ich verlaufe mich halt einfach sehr schnell hier. Guck mal, hier können wir jetzt rüber. Der Laser hat sein Soll erfüllt. Aber ich meine, wir waren hier schon mal, oder? Ich meine schon, dass wir hier mal waren. Wir gucken mal. Ich weiß es halt echt nicht. Junge, die sind mal gut am Vernichten. Hier müssten wir runter. Oh ja. Was war das denn? Waren wir hier schon mal? Nee, waren wir noch nie. Wo kommen wir hier hin? Das sieht nicht gesund aus. Moment mal. Ich gucke erstmal hier. Hier gibt es doch auch bestimmt irgendetwas für uns. Oh, die kommen nur aus... Die kommen nur, wenn man in diese andere Parallelwelt geht. Okay, verstehe. Aber was ist das hier? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich meine, wir haben ja nichts gefunden. Oder ich bin aber zu blöd. Na, geht doch. Da haben wir doch was. Okay, cool. Das hätten wir. Das heißt, wir können jetzt vielleicht auch hier lang. Auch das schaue ich mir an. Wenn das denn geht. Müsst ihr eigentlich. Oh ja, cool. Genau so. Genau in die Dornen rein. Schlau.
Warum bin ich denn hier? Weil ich ja keinen Baum aktiviert habe, ne? Ja, ich muss ja nochmal hin, sorry. Zuflucht ist es nicht, sondern das Heilige Asch. Sorry. I'm sorry. Wir sind sofort wieder da. Wie komme ich jetzt hier dran vorbei? Also da kann ich ja nicht hoch. Hier könnte ich noch weiter runter. Das möchte ich gar nicht. Komme ich da drüber? Mich selber kann ich nicht einpacken, ne? Bringt mir diese Kraft hier irgendwas? Sprung kann ich auch nicht machen von hier. Was macht das hier? Nichts. Wie komme ich denn da hoch? Das ist echt mal eine gute Frage. Wie kann ich mich selber hier rüberbringen? Mann, Zwein. Ich soll das... Geh ich nicht. Ich weiß es nicht. Boah, das ist so... Das ist mir zu riskant hier alles. Ah, ich würde aber schon gerne wissen, was hier ist. Es nervt mich gerade. Ich werde es noch ein paar Mal versuchen. Wenn ich es nicht schaffe, dann machen wir halt weiter. Also, bis gleich. Okay, ich habe herausgefunden, was man zusätzlich noch machen kann. Man kann einfach dadurch. Die Stacheln verschwinden einfach. Es ist, ja. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh, das war so dumm. Ich wollte eigentlich Anlauf nehmen. Hat nicht so gut geklappt. Nein! Koordination gleich in Null. Timer. Okay, Moment. Wo geht's denn hier rein? Wobei, ich will erstmal gerne schauen. Uff. Ich gucke erstmal hier rein. Erstmal hier reingucken. Schauen, was es hier so gibt. Einmal durchlassen, bitte. Oh ja, cool. Was zum Henker? Wir können da oben landen.